Auf Bulwark Falconeer Chronicles freuen wir uns schon seit der Präsentation vor 1,5 Jahren, alleine schon wegen des Artstyles, der einfach aus der Masse der Aufbauspiele heraussticht. Jetzt konnten wir Bulwark endlich ausführlich spielen und sind so angetan davon, dass wir es euch unbedingt zeigen wollen. Es wäre nämlich echt schade um das Indie-Projekt des Solo-Entwicklers Thomas Sala, wenn den Release niemand mitbekäme. Der soll am 26. März erfolgen und gilt dann sowohl für den PC als auch für die Xbox Series X oder S und der PlayStation 4 und 5. Zusätzlich gibt's ab dem 30. Januar eine Demo auf den genannten Plattformen, ihr könnt dann also selbst schon mal einen ersten Eindruck gewinnen. Im Kern geht es in Bulwark Falconeer Chronicles darum, eine Stadt im Meer zu errichten. Denn die mit Steampunk und frühindustriellen Anleihen vermischte Fantasywelt ist nach langen Kriegen verwüstet. Inhaltlich basiert das auf den Geschehnissen in Salas erstem Spiel, dem Flugkampfspiel The Falconeer. Das müsst ihr aber nicht gespielt haben, um Bulwark zu genießen, die Story ist hier nicht so wichtig. Als Anführer einer Flüchtlingsgruppe errichtet ihr eine neue Heimat und erkundet die weite Ursee mit euren Luftschiffen. Einen richtigen Storyfaden mit Spannungshöhepunkten und Twists gibt's nicht, ihr stoßt nur hin und wieder auf andere Städte oder Flüchtlingsgruppen. Beschreibungstexte liefern ein paar Hintergrundinformationen zur Welt, das war's dann aber auch. Der Fokus liegt ganz klar auf dem einzigartigen Bausystem. In der Ursee gibt es kleine, schroffe Inseln. Ihr sucht euch eine davon aus und errichtet einen ersten Außenposten um einen von diesen riesigen Meeresbäumen herum. Ein in der Nähe platziertes Sägewerk sammelt Holz, mit dem ihr erste Türme und Verbindungswege errichtet. Beides könnt ihr verbessern, sobald ihr Zugang zu Stein und Eisen habt. Rund um jeden Turm legt ihr als nächstes Plattformen an, deren genaue Anordnung und Gestalt ihr lediglich über die Entfernung des Mauszeigers vom gerade ausgewählten Außenposten bestimmt. Im Grunde braucht ihr fürs Bauen nichts anderes als die Maus und die Leertaste. Und obwohl eigentlich der Controller empfohlen wird, klappt das alles wirklich super. Denn trotz der Simplizität entstehen dabei vielfältige und fantasiereiche Strukturen und Städte. Rund um die Türme und Zitadellen siedeln sich dann mit der Zeit Einwohner auf den Plattformen an und generieren Arbeitskraft, die den Output nahegelegener Ressourcenquellen bestimmt. Die erzeugten Rohstoffe werden über die Brücken an die nächsten Außenposten weitertransportiert und so über eure Stadt verteilt. Dabei werden in Bulwark keine Rohstoffmengen erzeugt, die ihr einlagern könntet. Es geht nur darum, wie viele Einwohner in einer Mine oder einem Sägewerk arbeiten. Das, zusammen mit dem Ausbaulevel der umliegenden Brücken und Türme, bestimmt, wie weit eine Ressource transportiert werden kann. Rohstoffe passieren also mehr Türme, wenn die überquerten Wege aus Stein sind. Aber um einen Weg zwischen zwei Türmen aufzuwerten, muss erstmal bei einem davon Stein angekommen sein. Es geht also rein darum, ob eine Ressource an einem Knotenpunkt ankommt und nicht wie viel davon. Hier verbinden wir gerade einen Steinbruch mit der Stadt. Achtet gleich auf die Verbindungslinien. Sobald die Verbindung steht, erscheint da eine blaue Linie, sowohl über dem neuen Weg als auch über dem bestehenden links. Der Stein kommt durch die kurze Verbindung jetzt auch bei diesem Turm hier an. Das hört sich jetzt vielleicht ein wenig komplex an, ist aber eigentlich ganz simpel. Letzten Endes baut ihr einfach die Stadt immer weiter aus, errichtet mehr Türme, mehr Plattformen, wertet sie auf und seht zu, wie die Stadt wie von selbst in jeden Winkel hineinwächst. Um Rohstoffe auch auf andere Inseln zu befördern, gibt's Häfen. Denen weist ihr Kapitäne zu, die ihr mitsamt ihrem Schiff zufällig in der Ursee findet und von der Welle weg wegrekrutieren könnt. You have enrolled an officer. They command a mighty warship to defend your trade routes. Jeder Kapitän erlaubt aber meistens nur zwei Rohstoffarten auf seinem Segler oder Dampfer, was die Logistik ein bisschen komplizierter macht. Auf dieselbe Weise verbindet ihr eure Siedlungen außerdem mit anderen KI-Städten. Mit denen tauscht ihr dann bestimmte Ressourcen aus, wenn ihr denn friedliche Beziehungen zu ihnen habt. Neben Transportschiffen findet ihr in den Weiten des Ozeans zusätzlich auch noch Kampfschiffkapitäne, die eure Handelsrouten bewachen. Kommandanten wiederum besetzen Verteidigungstürme. Die entstehen, wenn ihr an einem Turm sowohl Arbeitskraft, Stein und Eisen habt
und ihn mehrmals per Leertaste verbessert habt. Weist ihr so eine Bastion einen Kommandanten zu, verstärkt der eure Kampfflotte um mächtige Luftschiffe oder auch Drachenwesen, die von da an hinter eurem Hauptschiff herfliegen. Theoretisch kann es in Bulwark auch zu Konflikten mit euren KI-Nachbarn kommen. Jeder Anführer und jede Flüchtlingsgruppe, die ihr aufnehmt, gehört einer der vier Fraktionen der Ursee an. Theoretisch soll diese Komponente dem Spiel Tiefe verleihen, indem ihr auf ein Gleichgewicht der Kräfte achten müsst. Denn kommt es zum Krieg mit einer Fraktion, streiken alle Mitglieder und Bevölkerungsanteile dieser Fraktion innerhalb eures ganzen Reichs. Praktisch sind diese Auswirkungen aber völlig egal, zumindest in unserer Preview-Version. Erstens kommt es erst gar nicht zu einem Krieg, solange ihr einfach fröhlich mit allen Parteien handelt. Und zweitens stellt die KI keinen ernstzunehmenden Gegner dar. Als wir unseren Gegnern einfach spaßeshalber den Krieg erklärten, hatten die unseren Streitkräften nichts entgegenzusetzen. Die Kämpfe sehen zwar durchaus spektakulär aus, mehr als zusehen könnt ihr aber nicht. Es kommt nur darauf an, wer mehr Feuerkraft hat. Und das seid eigentlich fast immer ihr. Auch die sich in Gewitterwolken anschleichenden Gegnerflotten sind da keine große Herausforderung, allein schon, weil die nur angreifen, wenn ihr auf das Event-Icon der Wolke klickt. Endgültig hinfällig wird das Kriegssystem durch seine Sinnlosigkeit. Das Erobern der feindlichen Siedlungen bringt nämlich nichts, was nicht schon der Handel erledigen würde. Es gibt also eigentlich keinen Grund, sich mit den Nachbarn anzulegen. Dasselbe Problem hat die Erkundung im Allgemeinen. Abgesehen von den Handelspartnern und ein paar Sondergebäuden wie etwa diesem Leuchtturm hier, gibt's einfach nicht wirklich irgendwas zu entdecken außer ein paar Inseln. Die Systeme rund um das eigentliche Bauen sind also noch arg oberflächlich und haben wenig Mehrwert. Dafür ist aber der Aufbaupart umso besser. Es macht einfach Spaß, in diesem wunderbaren Ambiente eine Stadt aus Türmen hochzuziehen. Eine Plattform hier, einen Turmvorsprung da und am Ende das eigene Werk bestaunen. Bulwark bietet genau für diesen Zweck auch einen recht ausgefeilten Fotomodus. Der blendet nicht nur das Interface aus, sondern öffnet auch die Kamerabewegung und den Fokus. Und besonders cool ist der Zeitraffer. Der zeigt euch im Schnelldurchlauf, wie sich eure Stadt entwickelt hat. Bulwark Falconeer Chronicles ist also ein tolles Wohlfühlspiel wie letztes Jahr beispielsweise Dorfromantik und Terrascape. Zwar hält die Faszination von Bulwark nicht ewig, weil ihr nach einigen Stunden einfach alles gesehen habt, doch für ein paar Abende eignet es sich ideal zum entspannten Abschalten. Den ganzen Schnickschnack rund um den Kampf hätte es da gar nicht gebraucht, besser wäre es in unseren Augen gewesen, wenn dafür die Erkundung ein wenig mehr zu bieten hätte. Trotzdem zeigt dieses Indie-Spiel mal wieder, wie auch ein einziger Entwickler mit ein paar ausgefallenen Ideen und gutem Art-Design etwas Besonderes schaffen kann, das uns noch über die Spielsession hinweg im Gedächtnis bleibt.